Geschlossene Kreislaufsysteme sind die Lösung für unser globales Müllproblem. Als globales Unternehmen wollen wir bei Henkel nachhaltige Lösungen entwickeln. Bis 2025 sollen all unsere Verpackungen recycelbar oder wiederverwendbar sein. Gemeinsam mit Handelspartnern fördern wir nachhaltiges Verhalten. Logos auf unseren Verpackungen enthalten Informationen zur Recyclingfähigkeit. Verbrauchern helfen wir mit Hinweisen auf den Etiketten, Verpackungen richtig zu entsorgen. Eine weitere Möglichkeit, Kreisläufe zu schließen, sind mehrfach verwendbare Verpackungen oder Nachfüllstationen. Damit auch Schwellenländer Abfälle richtig entsorgen und wiederverwenden können, unterstützen wir mit Plastiksammelstellen und helfen dabei, dass Abfälle im richtigen Entsorgungssystem landen. In vielen Ländern werden nicht recycelbare Abfälle auf Deponien entsorgt. Das wollen wir bei Henkel vermeiden. In der energetischen Verwertung werden Stoffe, die nicht recycelt werden können, verbrannt und in Form von Wärme oder Strom genutzt. Mechanisches Recycling ist die häufigste Form der Wiederaufbereitung. Hier werden Altteile zerkleinert, gereinigt und sortenrein aufbereitet. Beim chemischen Recycling werden Kunststoffabfälle in wertvolle Rohstoffe umgewandelt. Der letzte Schritt ist die Produktion von füllfertigen Verpackungen aus Kunststoffen. Hier werden zunehmend recycelte statt neue Materialien eingesetzt. Natürlich auch von uns.